One, two, three, nine! Wir sind heute beim Testing Day der Franken Knights. Martin, jetzt ist die ganze Sache rum. Wie ist es gelaufen? Ja, also ihr seid ein kleines bisschen zu spät gekommen. Die Zeit hat gepasst, aber wir waren schneller fertig, als wir erwartet haben. Es war ganz okay. Wir waren, ich glaube, 24 Leute oder sowas. Es war ja ein interner Team Testing Day. Es waren zwei neue Spieler wieder da, darunter ein richtig guter Amerikaner. Also das hat richtig Spaß gemacht. Die Mannschaft selber macht einen guten Eindruck. Die eine oder andere Disziplin könnte ein wenig besser sein, aber da können wir jetzt dran arbeiten. Jetzt haben wir ein paar Werte und dann schauen wir mal, dass das besser wird. War es irgendwie so, dass in einer Disziplin die Leute grundsätzlich schlecht waren oder war das quer durch die Bank? Nee, es war quer durch die Bank. Man sieht einfach, jetzt ist Dezember, Anfang Dezember. Die Jungs haben meistens zwei Monate Pause gemacht. Das heißt, September bis November war Pause. Jetzt geht es erst langsam im Training wieder los und dann wird es auch besser werden. Die neuen Spieler oder potenziellen neuen Spieler, sind die eher für die Offense oder Defense? Den Amerikaner, wo ich gerade angesprochen habe, der ist für die Offense, kann aber Defense auch spielen, aber wir wollen ihn in der Offense halten, weil da haben wir noch ein bisschen Platz an Amerikaner. Und der eine Deutsche, wo da war, den wenn wir in der Defense-Line brauchen können, das schaut ganz gut aus. Okay, dann schauen wir uns gleich noch in Interviews mit den Spielern mal an, was die dazu sagen. Alles Danke. Klar. Jo, bitte. Haben wir zwei Spieler noch zu Gast, stellt euch mal kurz vor. Hi, ich bin der Kevin Meyer, bin 22, spiele jetzt meine 12. Saison bei den Knights, habe angefangen bei dem Flag. Bei der Jugend habe ich 4 Jahre gespielt und jetzt bin ich in der ersten, um in der ersten richtig Gas zu geben. Und du? Ich bin Ingolf Witterer, habe bei den Franken Timberwolves gespielt und vor 2 Jahren angefangen und jetzt schauen wir mal in der ersten Liga, wie es da ausschaut. Wie war der Testing Day für euch? Habt ihr euer Pensum, das ihr euch vorgenommen habt, schaffen können oder waren die Übungen doch ein wenig anspruchsvoller? Ja, ich habe es teilweise erreichen können, aber ich hätte mir beim Bankdrücken ein bisschen mehr vorgestellt. Aber ich bin ein bisschen aus der Übung. Wie viel hast du geschafft? Ja, die 100 leider nur 2 Mal, aber ey, es wird noch mehr. Immerhin hätte ich jetzt nicht geschafft. Okay, und du? Ja, also die 100 habe ich 13 Mal geschafft, aber Sprinten hätte wegen besser sein können, aber ansonsten bin ich zufrieden. Grundsätzlich vom Niveau, merkst du da schon einen Unterschied? Ja, ganz gewaltig. Also man merkt, dass die ganzen Jungs sind fit und die machen alle was privat und das merkt man schon in der ersten Liga, ja. Wie kam es dazu, dass du hier zu dem Testing Day gekommen bist? Naja, ich war ja schon die paar Trainingseinheiten davor da und, ja, und jetzt fange ich auch hier an. Der Coach hat gemeint, ich soll den Trainingstest auch mitmachen. Okay, dann sind wir gespannt. Und bei dir, du bist jetzt aus der Jugend hochgekommen oder hast du letzte Saison schon bei den Erwachsenen gespielt? Also ich habe letzte Saison schon gespielt, also das ist jetzt meine 4. Saison bei den Erwachsenen. Oh, okay. Ja, ja, hast dich gut gehalten. Okay, vielen Dank fürs Interview, viel Erfolg bei der Vorbereitung. Danke. Jetzt haben wir auch noch einen Spieler von der Offense. Erzähl mal, wie ist denn der Testing Day aus deiner Sicht gelaufen? Ja, also ich denke, das ist ganz gut gelaufen eigentlich, bis jetzt auf den Shuttle Drill. Habe mich überall verbessert im Vergleich zum letzten Jahr und bin im Großen und Ganzen ganz zufrieden. Was war beim Shuttle Drill? Ja, da bin ich so mal ein halbes Zehntel langsamer geworden im Vergleich zum letzten Jahr, aber auf der anderen Seite aber für den Benchpress war ich der Beste auf jeden Fall und beim 40 Yard glaube ich auch und bei der Zwischenzeit 20 Yards und von daher glaube ich ganz gut verlaufen das Ganze. Wie hast du dich jetzt außerhalb der Saison darauf vorbereitet? Hast du speziell hierhin trainiert oder bist du grundsätzlich machst du das ganze Jahr was? Naja, ich habe nach der Saison ein paar Wochen Pause gemacht und dann habe ich im Oktober dann angefangen, 4-mal die Woche konsequentes Fitnessstudio und jetzt die letzte Zeit dann auch wieder mehr Laufarbeit, Sprints und so weiter und das hat sich eigentlich alles ganz gut ausgezahlt. Gut, dann viel Erfolg in der Vorbereitung und in der Saison. Ja, Dankeschön.